Leute, Kenners, ihr seht jetzt hier im Hintergrund vielleicht hier ein bisschen hier, da, Zeichen vom Real. Ich war gerade im Real. ich habe ein paar Sachen für mich eingekauft und hier, damit er mir das jetzt endlich mal glaubt. Dalli plus Sahne. 20 Stück. Ich habe mir den Dinger mitgenommen. Den Karton. Bis zum 27.01. Da kenne ich nichts. Darf man sich ja mitnehmen, ne? So, Kinders. Jetzt haltet euch fest. Dann, nein, das erzähle ich euch daheim, damit ihr ein bisschen gespannt seid. Bis gleich! So, bevor wir anfangen, muss ich euch noch was erzählen vom Real, die andere Anekdote. Ach, jetzt juckt es mich im Ohr. Komme dann auch noch. Machen wir es mal so, das seht ihr mich mal ein bisschen nicht nur so wie abklingender Kopf hier. Ja, das Hauptding kommt dann gleich. Ich beeile mich jetzt auch. Ich habe mir Sonnenblumenöl gekauft für zum Braten, weil Sonnenblumenöl spritzt weniger und da kann ich auch hoch erhitze das Öl und ja. Und da war neben Rapsöl von einer bestimmten Marke, war, ich kann euch die Marke jetzt nicht mehr sagen, war ein ganz kleiner Messbecher neben dran gestanden und kein Preisschild. Dann habe ich gedacht, oh, kleiner Messbecher brauche ich noch, weil ich habe zwei kleine gehabt und einen habe ich genommen für ihr Hauptfutter, um das aus der Tonne rauszuholen. Und dann habe ich gesagt, oh, ich wollte immer noch zwei, komm, ich nehme den mit. Und da war das abgebildet, dieses Rapsölflächle oben drauf. Na ja, das frage ich doch mal, weil ich habe mir gedacht, vielleicht ist das ja so eine Aktion, dass wenn du ein, zwei Öle kaufst von der Marke, dass du das Ding umsonst mitnehmen kannst. Seht ihr mal, wie schlau ich bin. Schlaues Baby. So, habe ich vorher noch im Regal weiter noch eine Tante gesehen vom Real, also so eine Angestellte, das ist halt so eine Tante für mich und dann bin ich dahin. Also, das ist nicht meine Tante, das ist jetzt falsch verstehen, ich nenne die halt so wie Weiber. So, dann habe ich gesagt, hola, mitkommen. Dann habe ich halt der das so erklärt und dann, die war freundlich und Ding, kein Thema. Dann nachher noch kommt noch eine Geschichte mit einer anderen Tante aus dem Real. Naja. Und ja, und dann habe ich der das erklärt und hat gesagt, ja, das ist eine Aktion. Habe ich gesagt, sie habe ich gesagt, aber das ist schon verwirrend für einen Kunde. Da steht kein Preisschild dran, da musst du doch ein Schild dran machen. Dass da steht, beim Kauf von zwei Flaschen, bla bla bla, gibt es einen von denen Messbecher umsonst. Habe ich gesagt, ich hätte es jetzt mit einem Kasten, aber jetzt kann ich es darf ich nicht mitnehmen mehr und dann. Und ich brauche einen Messbecher. Ja, hat sie gesagt, übrigens. Ich habe mir dann kein Messbecher mehr mitgenommen aus der Haushaltswarenabteilung. Habe ich dann ganz vergessen gehabt. Bin nämlich dann noch zu der anderen Sache, wo ihr nachher alles seht. Auf jeden Fall, ist ja egal. Ich brauche ihn jetzt auch nicht gleich, kann ja irgendwann mal kaufen. Auf jeden Fall, hey, heute, das muss ja ihr gleich Kollegen, ihre, der Kollegin ihr dann auch gleich sagen, dass sie das dann, ihr wird anscheinend ist dann eine andere Kollegin für zuständig, dass sie das dann macht und Ding und hat sich bedankt und wie und alles. War wirklich ein freundliches Ding. Aber Leute, das sind Sachen dann wieder, wo ich sage, mein Gott, wenn ich doch so eine Aktion mache, dann mache ich doch ein Schild dran. Verstehe ich nicht, ehrlich. Also sowas Beknacktes, naja. Ich werde wahrscheinlich Montag oder Dienstag denke ich, im Real nochmal sein. Da gucke ich, ob da ein Schild dran hängt. Das würde mich mal interessieren. Ob dann, wenn die Aktion dann noch ist. Ich gucke, Leute. Ich guck und erzähl's euch dann. So, jetzt geht's aber wirklich los. Sorry, Leute. Hallihallo. Zu einem kleinen Haul-Video von eurer Samik, von eurer verrückten Samik. Ich hatte mir vor geraumer Zeit von Getzu Tomatenflocken geholt und dazu jetzt das passende Glas. Ehrlich, ich habe keins mehr gehabt. Aber ich habe gesagt, fehlt. Ich habe schon ein bisschen was verteilt gehabt. Und, also ich habe nichts mehr gesehen oder es war unterwühlt. Ich weiß nicht, ob es angenommen war. So,
kennerst das vom Real, erzähle ich euch gleich. Ich habe mir nochmal zwei von denen geholt, nochmal zwei kleinere. Liebe Michelle, du hattest in einem Video mal gesagt, wo du das Gehege eingerichtet hattest, du möchtest dir noch einen Teelichthalter aus Glas holen. Und ich hoffe, du hast es noch nicht gemacht. Für Wasser. Jetzt hast du ja mal zwei, drei Näpfchen von mir auch bekommen. Oder zwei Näpfchen, ne, für Gemüse und eins für Wasser. Und probier es mal aus mit dem Hohrrand. Normalerweise müsste deine Hamira drankommen. Ich habe dir gesagt, ich habe dir einen blauen Napf bestellt. Der ist ja inzwischen gekommen. Ich habe deine Adresse. Und ich habe ja mal gesagt, ich mache. Ich hoffe, du kannst ja noch so lange warten. Vielleicht gewinnst, wenn du jetzt mitmachst beim nächsten, beim diesem Mini-Gewinnspiel. Was ist Glück eigentlich? Und du gewinnst, kriegst du natürlich mitgeschickt. Ist ja klar. Falls nicht, dann habe ich ja mal erwähnt, das gilt auch alle anderen, dass ich ja mal ein Gewinnspiel gern machen würde. Da bräuchte ich natürlich alle Geburtsdaten von euch mit dem Geburtstag. Das ist, ich habe da schon eine Idee, wie ich das mache. Und dann kommt es darauf an, halt, wann du Geburtstag hast. Also ich will es jetzt, will bloß nicht, schreib bloß nicht in die Kommis jetzt eure Geburtstage rein. Ich habe mir das so ein bisschen, ich kann es euch gerne schon mal erklären. Ich habe mir das so ein bisschen, wenn ihr andere Ideen habt dazu, her damit. Ihr wisst ja, ich bin da immer offen dafür. Ich habe so die Idee gehabt, so dass ich so zum Beispiel alle 12 Monate in eine Kiste packe oder in einen Eimer oder was auch immer. Alle Monate auf den Zettel schreibt, die Falte richtig durchwühlen, dann mit geschlossenen Augen einen rausziehen. Und die, die in diesem Monat mal von meiner Abonnenten Geburtstag habe, kriege eine Kleinigkeit. Also, aber wirklich nur eine Kleinigkeit, Leute. Also mehr Lixen und, ne? Also nicht, dass ihr denkt, auch gleich wieder für 80 Euro nach Rahmen 10 Leute Geburtstag und ich habe 800 Euro fort. Ne? Nee, das funktioniert also wirklich nur eine Kleinigkeit. Und also das ist dann wirklich, wirklich ein Mini-Paket. Aber so ein Geburtstagsgeschenk halt von mir. Und wenn ihr die Idee gut findet, schreibt es unten rein. Wenn ihr eine bessere Idee zu Geburtstage habt, schreibt es unten rein. Die, wo natürlich sagen, nee, ich möchte meinen Geburtstag nicht preisgeben, aus welchen Gründen auch immer, ist egal. Pech, okay, akzeptiere ich, kein Thema, aber dann ist halt Pech, die machen dann halt automatisch nicht mit. Die Regeln dazu sind ja auch wieder klar. Also sicherlich, ihr müsst abonniert sein, also ich möchte euch sehen und Dinge, also sonst kommen da 1000 Leute und verpissen sich dann wieder, nachdem sie das Geburtstagsgeschenk bekommen haben. Das mache ich nicht. Aber ja. Und nochmal darauf zurückzukommen, liebe Michelle von Michelles Welt. Den darf ich dir zeigen. Den blauen Napf zeige ich dir natürlich nicht, aber den würdest du dann auch bekommen. Den habe ich nämlich auch. Den benutze ich für Leckerlis. Aber da geht auch Wasser rein. Zwar nicht viel. Es gibt auch einen größer, aber die sind dann solche Uschis. Und der ist echt niedlich und den kriegst du dann auch. Also der ist reserviert für Michelles Welt. So, jetzt darf ich dich schon mal freuen drauf. Sekunde. So, Kinas, Floppy, nein. Du hast jetzt gerade Knorrfreise, jetzt kommt ihr mal wieder runter. So, Kinas, jetzt geht's geschwind weiter. Ich habe im Real dann nochmal so Decke geholt. Eben die 240 auf XXL, 220 auf 240, die rote, wo ich jetzt auch frisch drauf gemacht habe gestern. Ein dunkelbraun. 15,99 € habe ich euch ja mal gesagt. 220 auf 240. Klasse. Kuschelweich, also super weich, nicht? Also sie sind weich, aber es gibt weichere, klar, aber die kuscheln natürlich dann und sind nicht so groß. Aber für die Ding, für Pferde. Für Hunde und Ding. Gut. Warum ist jetzt plötzlich so dunkel? Ja, furchtbar. Ich muss nachher auf hell machen. Ja, zwei Stück. Anekdote dazu. Was nicht? Passiert noch mir. Keine Ahnung. Löst mein Gesicht Aggressionen aus? Ich weiß es ja nicht. Ich habe ganz freundlich gefragt. Leute, ehrlich, ich bin an das Regal, habe diese Wohndecke gesehen und habe, ich zeige es euch gerne nochmal in der Zeit, wo ich arbeite, wo ich schwätze. Also heute babbel ich einen Scheiß zusammen. Schlimmer als sonst, gell? So, Leute, ich zeige es euch so mal hier. Kuschelweich. Bella. ja, also auf jeden Fall. Die haben ja diese, auch, also ich kenne die im Real, war bestimmt schon jemand irgendwann mal im Real oder im Supermarkt, ist ja klar, die ganz normale Regale, wo das Essen drin ist und Ding. Übrigens, Leute, die Sachen sind ausgesiebt gewesen, vom Schokoladending her und alles. Die Leute haben es dann wieder verrückt.
Verrückt, verrückt, verrückt. Bin schon hart dran. Und der Bella, aber egal. Macht ja nichts. Und da gibt es ja auch diese Querregale, wo dann die Handtücher drin sind und die Bettwäsche. Das ist nicht für dich, Floppy, sonst knallt es gleich wieder. Geht schon wieder los. Und ja, wenn man Tiere hat, ist es halt ein bisschen dreckig. Aber mir macht das nichts aus. Und über an dieser Stelle, da waren drei Regale, und das sind ja wirklich so breite Uschis, ne? Waren drei Regale weiter eine Frau gestanden, die was eingesortiert hat in Regale, also eine Mitarbeiterin von Real. Da habe ich mein Wegele stehen lassen, hat mein Geldbeutel natürlich mitgenommen, ist ja klar, wenn ich nicht damals im Zoo und Co., wo mein Geldbeutel im Wagen lag und ich alles nach euren Geschenken gesucht habe. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann. Kinders, ich schmeiße euch jetzt gleich raus hier. So. Hört ihr das? Außer die Kreissäge da draußen. Sagen wir für ein paar Sekunden Ruhe. Dass ich nicht sagen muss, dass ich drei Kreuze schlage, wenn ich mir das sind, brauche ich nicht erzählen. Gell? So, ja. Ich bin hingegangen zu dieser Dame und habe gesagt, oh, Entschuldigung, könnte sie mir sagen, diese große XXL-Decke, was die kostet, da ist kein Preisschild dran. Glaubt ihr, die hat einen Schritt mal mit mir mitmacht in Richtung zu dem Regal? Nix. Welche Decke meinen Sie? Na, ich sag, die dahinter? Da bin ich stinkig Woche schon wieder. Weil das kotzt mich an, dass die Leute dann nicht mal mitlaufen und sagen, warte Sie, ich komme geschwind mit, zeige Sie mir die Decke, dann helfe ich Ihnen. Nix. Welche Decke meinen Sie? Na, ich sag, die dahinter macht, ungelogen, steht hin, ich kann es nicht hinstellen, ich muss das Handy jetzt wieder vom Ständer machen. Da müsste ein Preisschild stehen. Habe ich gesagt, nein, habe ich gesagt, da steht kein Preisschild dran. Hat doch, nein, ich gesagt, nee, steht nicht. Habe ich gesagt, soll ich Ihnen jetzt noch die Deck bringen? Da war sie sauer. Na, aber ich dann auch, Leute. Dann ist sie mitgekommen. Jetzt kommen Sie doch mal bitte geschwind mit, dann zeige ich Ihnen das. Leute, 10 Schritte zu machen, doch. Ist schon nervig am Samstagmorgen, ne? Ich weiß nicht, was sie in Furz wieder Furzquersitze gehabt hat, in ihrem Arsch, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich so dann mitgegangen und dann geguckt. Und ich so, sehen Sie, da steht nur Topflappe, Handtücher. Und ich so, ich finde hier kein Preisschild. Und ja, das müsste ja nicht an der Decke stehen. Und ich sage, ja, es kann sein, dass ich mich dass ich sie gesehen habe, aber ich habe extra geguckt. Es steht nicht drauf. Und ich so, es steht hier nicht drauf. Jetzt knallen wir es drauf. Nee. Leute, jetzt knallen wir es drauf. Nee, aber es steht wirklich nicht drauf. Ehrlich, nicht. Stimmt wirklich. Gut, okay. Oh, der Hammer. Auf jeden Fall, Köppeler. Und deine Mama ist halt so verrückt, der Mundel, du. Ich sag das. Auf jeden Fall bist du dann mit. Und, dann hättest du so einen Scanner oder was, war dann am Eck standen. Den hab ich halt nicht gesehen. Okay, gut, okay. Aber Leute, das ist halt das manchmal, egal in welchen Lade gehe, ob es im Kick ist oder im Lidl oder egal was, warum kann man an so, genauso im Ikea, wo ich damals den Live-Hall gemacht habe, an wie viele große Dinger, wo sie da diese Sache da, diese Paletteware drauf, warum kann man da nicht ein Preisschild dran machen? Verstehe ich nicht. Und auf jeden Fall, ja. Und dann hat sie gesagt, die kostet 15,9 €. Ich dachte, oh super, dann nehme ich mir zwei mit. Die sind nämlich, war die da, weil ich zu ihr gesagt habe, die waren damals vor ein paar Wochen im Angebot. Das waren die, wo ich die rote Decke, wo ihr schon gesehen habt, wo jetzt drauf sind. Sind die noch im Angebot? Dann sind ja 15,9 €. Ich dachte, oh super, also, dann nehme ich mit, weil so günstig kriegst du wirklich für die Größe 2,20 auf 2,40 Leute. Ein riesen Oschi. Also ich kann, die sind zwar sehr dünn, aber für 15,99 €, ich kann euch die wirklich empfehlen. Selbst wenn ihr sagt, ihr nehmt sie nicht für den Hund oder irgendwas oder für eure Tiere oder Katze oder was auch immer, was ich da draußen los, ist doch alles gut, Schätze, da beschützt du mich, gell? Und, aber für euch zum Einkuscheln, Wahnsinn. Echt super, also ich kann sie euch echt nur empfehlen. 15,99 € für die Größe, absolut Bombe. Und, und nebendran waren die dann in kleiner. Ich weiß gar nicht, welche Größe kann ich euch nicht mehr sagen. Dann hat sie die kleine rausgenommen und habe ich noch so gesagt, von der kleinen brauche ich den Preis nicht wissen. Ja, hat sie gesagt, aber ich will den jetzt wissen. Leute, ich kann euch Storys einfach erzählen, wenn ich einkaufen gehe. Moment, die Story ist noch nicht fertig. Es kommt nämlich noch eine andere, aber die kommt gleich. Jetzt muss ich die kleine süße Bella mal kurz wieder runter machen auf meinem Schoß, weil mein Einkauf ist noch nicht fertig. Ich habe mir
Also, jetzt, wenn es hier Dreck drauf ist, verschrickt nicht. Das ist jetzt vom Sofa. Aber da ist jetzt noch Plastikding drum. Ich wasche das ja eh, bevor ich das benutze. Ich habe mir nochmal so ein günstiges Schneidebrettel geholt. So ganz dünnes, so. Weißt du? Wissen Sie, wenn ich dann wieder Gemüse schneide für meine Peppels und alle andere, und es gab es noch kleiner, dann habe ich gedacht, ja, ich hätte jetzt gerne einen großen, obwohl mal ein gelbes habe, weil gelb ist meine Lieblingsfarbe. So, dann habe ich, hä? Also, Monokel am Auge. Hallo? Einmal. Und eins viel größer. Ja. Habe ich geholt. Fackelmann. Weißt du, der Kerl beißt überall rein. Der Griff hat mir gut gefallen. Gab es noch mit ohne den Plastikteil, also nur mit diesem Metallding, aber ich habe den für Sandbad aus Siebe. Leute, scheiß drauf. Dann wollte ich Geschenkbändel holen. Da bin ich zu der an die Infos, was erste, wo ich gemacht habe, meine erste Amtshandlung. Leute, ich habe über 100 Euro ausgegeben im Real. Ich wollte drei Sachen holen. Leute, Aktionen. Und ich wollte noch Geschenkbändel holen. Ich habe zwar noch, aber ich weiß halt nicht, ob es reicht. Jetzt habe ich gesagt, Leute, wo habt ihr Geschenkbändel? Weil man muss ja gucken, ob man überhaupt noch was verkaufen darf und was man verkaufen darf mit dem scheiß Lockdown. Jetzt hat ja, dahinter der Bücher im Regal oder dann vorne an der Weihnachtssache. Das sind dann halt Weihnachtsbändel. Aber da ja Weihnachten dann vorbei ist, nächstes Jahr wollte ich halt neutrale Farbe, ein bisschen so Frühling wieder oder irgendwie sowas. Jetzt bin ich an die neutrale Geschenkbändel gegangen. Jetzt gibt es doch die Geschenkbändel aus diesem Art, wie so Art Basch sieht es so aus. Leute, nicht, dass ihr denkt, dass ihr mir das nicht wert seid. Also ich glaube auch, was die Michelle in ihrem Auspackvideo auch gesagt hat, so viel Mühe und auch was auch drunter an Kommis kam. Übrigens, vielen Dank, das habt ihr ganz, ganz lieb von euch, dass ihr sowas schreibt. Mensch, da viel drin. Ach Gott, das ist unkostig, du machst ja viel und Ding. Vielen lieben Dank, dass ich so schöne Resümees von euch bekomme. Es macht mich wirklich froh und meine Arbeit bestärkt mich da drin, so weiterzumachen mit meinem Kanal. Aber ganz ehrlich, Leute, also nicht, dass, noch einmal, nicht, dass ihr denkt, ihr seid mir das nicht wert, aber normaler Geschenkbändel mit diesem Basch, die sind zwar ein bisschen teurer, das weiß ich. 2,95 € und es sind vielleicht was, 2 Meter drauf. Oder 3 Meter. Ist ein Witz gewesen. Da habe ich nach neutrale die ganze Bändel, wo ich auch in den ganzen Auspackvideos auch schon an der Geschenke. Also die ganz normale Geschenkbändel. Mir sage Geschenkbändel dazu. Ich weiß nicht, wie ihr das nennt. Das heißt auch eigentlich Schlupfband. Für mich ist das kein Schlupfband. Für mich ist das ein Geschenkbändel. Und fertig. Eine Farbe gehabt. Und das war hellgrün. Die haben keinen Dreierpack, weil ich weiß nicht, ob der Kick vorne auf hat. Wenn der Kick vorne auf hat, aber der verkauft nur Klamotten. Der darf gar nicht aufmachen. Das ist das Problem. Ich kann schnell mal Geschenkbändel kaufen. Der Hammer. Und für ein Real ist das ein Witz. Wir haben hier noch ein Kaufland, aber da kriegst du kein Geschenkbändel. Wir haben zwei Kauflands, eins noch in der Stadt. Vielleicht gucke ich dann mal am Montag, ob ich dann nach dem Geschäft kurz hingehe. 65 Cent. Aber Leute, wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich seh nicht ein, 2,95 € für ein Baschband zu zahlen. Wo eh nicht richtig ziehen kann und da schlüpfle drauf und sehe ich nicht ein. Also falls ich wirklich keine mehr finden sollte und das Band geht irgendwann mal aus und die Leute, die kein Band an ihrem Geschenkpapier haben, möchte ich mich jetzt schon entschuldigen. Weil, und ich hoffe, es ist trotzdem dann okay. Tesa-Klebefilm, Zweierpack, 4, 5 €, die Spinne. Ich habe günstig geholt, das klebt genauso. 3 Päckle, Vorrat. Für den Notfall. Jetzt bin ich los und hab geholt. Ich wollte ein Sandbad holen für die Pebbles. Weil dieses riesige Aquarium, alles schön und gut, aber die gräbt sich eh nicht bis nach unten. Wenn ich Degus hätte, ja, vielleicht, okay. Weil ich würde es gern rausmachen und dafür einstreuen, dann hat sie noch mehr Lauffläche. Dann habe ich gedacht, was nehme ich als Sandbad, Leute? Erst habe ich eine Auflaufform in der Hand gehabt, die war zu groß und zu niedriger Rand. Dann habe ich etwas Rundes in der Hand gehabt, das war tief genug, aber von der Breite her, ich dachte, wenn die mal am Rand sich wälzt, ich habe dann immer ein bisschen Angst dann und die wirft sich rum und schlägt mit dem Bein ans Glas. Ne, das sind halt zartere Knochen. Jetzt habe ich gedacht, warum nehme ich nicht ein Bonbonglas? Ich habe das Größte genommen. Ist das nicht toll? Du kannst es so hinstellen, das mache ich aber nicht. Und du kannst es auf beide Seiten, ist das, seht ihr, abgeflacht.
Und ich werde es so hinmachen. Ins Sandbad. So. Dann hat die wirklich, wenn ich bis hierher einstreue, ich hoffe, ihr seht es gut. Und die kommt von der Öffnung, also der, für das Ding müsste eigentlich auch reichen, für der Fridolin, aber es ist mir dann doch zu klein von der Größe her. Und da kann sie sich wälzen drin. Sie schafft ja eigentlich nicht großartig drin. Und dann kann ich das ausschütten, wenn es dreckig ist, und neu einfüllen und fertig. Und der Rest von dem stelle ich irgendwo, vielleicht stelle ich das sogar auf die Ebene. Ich gucke mal, ob es hinpasst. Glaube ich zwar nicht, aber wenn nicht irgendwo in der Ecke, auf einen Stein oder so. Und dann kann die sich da drin wälzen. Ich finde das klasse. Und dann hatte ich Kohle. Ich weiß gar nicht, um 10 Euro hat es gekostet oder was. Dann habe ich für meine Schwester, für ihren Hund, habe ich auch von Moodles eben dieses Panda-Teilchen da von Tier. Ich weiß gar nicht, wo haben sie das hingeklebt? Von der Bella und dem, wo das so schnell kaputt gegangen ist. Wo es eigentlich hieß, es ist eigentlich, weil dahinter drauf steht, unser hochwertigen kuscheligen Moodles muss man einfach lieb haben. Also auch wenn es einmal wild wird, halten sie was aus. Ja, aber bei der Bella nicht. So, und das habe ich jetzt für den Hund von meiner Schwester gekauft zu Weihnachten. Elefantle, ist das nicht herzig? Der ist total süß, gell? Der ist doch herzig, oder? Den kriegt sie. Da freut sie sich bestimmt. Nee, ihr macht ihn dann wieder kaputt. So, und da ich ja meine Kehrschaufel und mein Kehrbesen, vielleicht heißt es bei euch Kehrgarnitur, gibt es ja auch, Kehrschaufel und Kehrbesen heißt es bei uns, immer mal wieder suche, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt, so nach dem Motto habe ich immer gesagt, wenn ich was Neues kaufe, taucht das andere plötzlich wieder auf. Ich glaube, ich müsste jetzt theoretisch, außer das für draußen, für die Straßen, für meinen Garten, habe ich, glaube ich, jetzt 4 Kehrschaufeln und 4 Kehrbesen irgendwo rumfahren. Aber egal, wenn ich im großen Haus bin, steht dann eh eins in jeder Ecke, dann passt es ja schon wieder. Leute, ich habe mir noch mal eins gekauft, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, über Teppichboden da, wenn ich als Zweckkaninchen sauber mache und sauber fake, habt ihr ja schon gesehen, wenn ich Videos hochgeladen habe. Absolut klasse, das Teil. Und das habe ich mir jetzt gerade noch mal gekauft. Von Vileda. Kann man so oben reinstecken. Au! Kacke! So ein Dreck! Leute, nicht nachmachen! Kann man so rein. Gestern ist mir nämlich Bella auch hier voll, hier unten. Ich habe echt gedacht, jetzt habe ich irgendwie den Kiefer gebrochen. Die hat mir noch angeguckt. Ich hab 2 Stunden Schmerzen gehabt. Ja gut, 2 Stunden nicht, aber 2 Minuten vielleicht. Nein, aber es hätte schon weh gemacht. Also, jetzt ganz vorsichtig. Sieht aus wie abgebrochen, aber man kann es echt gut halten, Leute. Also nicht, dass ihr denkt hier. So. Voll in die Schnauze kauen. So, da kannst du es jetzt nämlich gerade. Das hat nämlich hier auch ein Loch. Zack, das hebt dann. Und dann kann ich es hier oben aufhängen. Echt super. Leute, ich kann euch das echt nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Das ist ein bisschen klar wie Leder. Jetzt gebe ich aber 8. Seht ihr? So. Echt super, das Teil. Spitzemäßig. So, und dann habe ich das hier noch Sache drin für Mias Welt. Das habe ich jetzt in dem Real besorgt. Ich habe euch ja im letzten Video gesagt, das habe ich Ding. Aber das zeige ich logischerweise jetzt nicht. Ich habe das nur alles in einen Karton geschüttet. Dann habe ich hier einen Gutschein. Geholt für meine Schwester, weil ich wollte eine schöne Dekofigur für ihren riesen Garten holen. Aber Däner war abgesperrt beim Gartenbereich. Dann habe ich jetzt einen Gutschein geholt. Mit dem Bild fand ich süß, weil sie hat ja wie gesagt auch einen Hund und Hühner hat sie auch. Dann habe ich gedacht, das ist das Schönste gewesen. Habe ich geholt. 50 Euro Gutschein. Und für einen Freund meiner Schwester, der hat Essensgutschein noch und dann habe ich dem jetzt, weil der hat mir vor kurzem einen riesen Qualle gemacht, der hat mir meinen Pferdeanhänger in eBay reingestellt und erster Interessent und schon weg, super Geschäft macht und das habe ich mir jetzt geholt. Also Leute, das ist jetzt Alkohol, kein Alkohol trinke, fangt erst gar nicht damit an, das ist wirklich ein Alkohol zum Genießen und selbst genießen sollt ihr nicht. Bitte nicht kaufen, bitte nicht trinken. Das ist, der hat 58 Euro ungrad gekostet im Real. Das ist so von Glenmore. Das ist ja da Schottland da oben, ne? Ding. Also ich kann es jetzt nicht richtig aufmachen hier. Ich wollte es euch nochmal zeigen, vielleicht die Erwachsenen, wenn die sich für interessieren. Mensch, das wäre mal ein schönes Geschenk. Das ist halt etwas ganz Besonderes.
Also die Erwachsenen werden es wissen, ihr vielleicht, ihr Jugendliche vielleicht auch. Also das ist was halt, das ist halt was Besonderes, wo man halt dann wirklich, wenn man das aufmacht, nur unter beste Freundin halt, das genießt man dann, dann trinkt man dann eine 2 cl und genießt es und dann stellt man das dann wieder in die Bar zurück oder in den Keller zurück und dann tut man das dann, da zeige ich es euch nochmal, tut man das natürlich dann logisch, klar, dann auch wieder wegstellen. Also sowas hält dann ewig. Ne? Aber das wollte ich euch jetzt zeigen, vielleicht für Erwachsene als Tipp, vielleicht nochmal als Weihnachtsgeschenk, wenn er sagt, Mensch, mir fehlt noch eine Kleinigkeit. Was heißt Kleinigkeit? Das Ding hat 59, also 58 Ungrad gekostet. Also das war einer der teuersten Whisky, wo sie da gestellt haben. Aber ich wollte es machen, weil der hilft mir. Und ich weiß auch genau, im Elsass wird er mir helfen. Der hat Freunde an der Hand, wo mir helfen, mit dem Garten, mit den Bäumen rausreißen und weiter. Und das, wie gesagt, ist als zusätzliches Dankeschön. Ich wollte ihm erst Wein holen. Und ich dachte, nee, ich mache jetzt mal was Besonderes. Ja, so Kinders, wir sind noch nicht fertig. Ich bin raus aus dem Real. Bin raus aus dem Real, hab die Maske abgezogen, bin an mein Auto gelaufen, hab eingeräumt, hab mich dann so umgedreht, guckt ein riesen Kerl auf mich zu. So ganz vorsichtig und langsam. Und ich bin ja wirklich eine vorsichtige Frau geworden, wirklich vorsichtig geworden. Und ich dachte, wenn der jetzt noch einen Schritt näher kommt, scheiße nur an. Also, würde sie bitte, also nicht wegen Corona, sondern wegen der Sicherheit. Weil es waren zwar Leute auf dem Parkplatz, aber Leute, wenn jetzt es war die vordere, die Beifahrertür offen, da stand mein Wagen, da stand mein Wagen, also hier stand mein Wagen, ich stand da und da war dann die Beifahrertür offen. Wenn der auf mich zugekommen wäre, so, hier dann dahinter, lauft er auf mich zu und hält mir ein Messer an der Bauch vor die Beifahrertür, hätte kein Schwein gemerkt. Das ist kein Geschmack mehr. Und deshalb bin ich gleich ein bisschen auf Abstand. Nicht wegen Corona. Da scheiße ich drauf dann in dem Moment. Das ist ja klar. Und dann habe ich gar nicht gemerkt, dass der eine Weste anhat. Und da stand was drauf. Und dann kam es mir dann. Ruhe jetzt! Die Vögel regen mich aber jetzt auf heute, Maike. Was kreischen denn die? Oh, meine Nachbarin geht mal wieder mit dem Hund raus. Jetzt haben wir. Alle durchwäscht, Leute. 9:55. Die ist jetzt gerade vor einer halben Stunde schwach geworden. Und jetzt geht es erst schon mal Hund raus. Ich weiß nicht, ob die auf dem Balkon da eine Katze Klo hat, wo sie reinpinkeln und rein scheiße lässt. Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir 9:55 und ich gucke jetzt nachher mal auf die Uhr, wann sie wieder zurückkommt. Ich kann euch sagen, nach 10 Minuten ist die wieder da. Auf jeden Fall habe ich, bin ich raus und dann kommt der Mann auf mich zu. Wirklich, wirklich richtig rangeschlichen. Und ich so, ja, weißt du, so richtig schon ein bisschen abwertend oder halt so ein bisschen bösartiger, Leute, hallo? Und auf dem Parkplatz ist Maskenpflicht. Würden Sie Ihre Maske wieder aufziehen? Und dann habe ich gemerkt, dass der eine Weste anhat mit Stadt, piep, 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 also da, wo ich halt wohne. Und ich so, hä? So, wie? Ja, auf dem ganzen Parkplatz vom Real wäre Maskenpflicht. Das ganze Wochenende. Also es ich denke mal, seit dem Lockdown. Und ich habe mich dann entschuldigt, klar, natürlich war Freunde. Ich so, Mensch, habe ich so, das habe ich wirklich. Da möchte ich mich jetzt entschuldigen. Ich habe die dann auch gleich wieder aufgezogen. Ne? Ich habe die runtergezogen, wo ich vor dem Real draußen war. Ich war nicht weit zum Auto und dann kam der auf mich zu. Und dann habe ich die gleich aufgezogen, habe mich nochmal entschuldigt. Jetzt sieh, das habe ich wirklich nicht gewusst. Da habe ich gesagt, tut mir leid. Ich wollte dann noch sagen, es ist ja Schwachsinn, aber die können ja nichts dafür. Dann ist jetzt sie, sorry. Ich sag, das habe ich jetzt echt, ich habe das nicht gewusst. Und der hat gesagt, ja, das wissen weniger. Und Ding ist gar kein Problem. Also war wirklich freundlich, der Mann. Stand und dann Körner. Hätte mir jetzt auch gefallen. Nein, Leute, Scherzle. Aber, ja, es war schon, also der war ein schön breites Kreuz und also es war schon ein Wuchtbrummen von Mann, also mein lieber Freund. Auf jeden Fall, ja, ja, dann wie gesagt, haben wir kurz nochmal geschwätzt und er hat auch Abstand gehalten, muss ich echt sagen. Also ein Meter auf jeden Fall war auf jeden Fall weg. Also das fand ich auch sehr nett von ihm dann. Also der hätte jetzt auch mich bedrängen können und was halt ihm, ne? Manche, kommen wir dann gleich so. Und ja, und dann habe ich dann die Maske, so, ich habe es logisch selbstverständlich und dann habe ich sofort die Maske aufgezogen. Ich habe ich gedacht, hinterher, wo er dann weg war, habe ich nur den Kopf geschüttelt und habe gesagt, auf dem Parkplatz, keine Sau um mich rum.
War ja früh genug, ne? Und wo ich dann rauskam im Wagen, habe ich dann gesehen, jetzt kamen sie dann langsam die Leute, ne? Dann sind reingestürmt. Nee, denn Gott sei Dank bin ich als Mensch auch gern, was heißt gern, wo nichts ausmacht, wenn man früh aufsteht und dass ich dann mein Zeug erledige. Ich war ja schon auf der Bank. Ich habe €600, €700 überwiesen. Also viele Sachen für mich, aber auch sehr viel für euch. Leute, ihr könnt gespannt sein. Und ja, und dann bin ich heim. Und jetzt kommt der Knaller. Ich hoffe, euer Handy hält es aus. Ich muss mich zusammenknuddeln. Ich hoffe, ihr seht's gut. Verschreckt nicht. Ich bin doch geblitzt worden. Leute. Horrorfilm lässt grüßen. Ich mache ein Gesicht wie ein Vollidiot. Nee, schlimmer. Ihr könnt es nicht richtig sehen. Guckt mal. Das Gesicht und dann hier die Brille. Ich muss doch eine Brille tragen, wenn ich im Auto fahre. Meine Intelligenzpulsbrille, wisst ihr ja. 15 Euro. Leute, habe ich heute auch noch überwiesen. Also es stand jetzt nichts drauf mit Punkt oder so. Also ich habe jetzt nichts gelesen. Die zulässige innerhalb geschlossener Ortschaft um 10 km/h. Leute, ich war schneller. Aber ja, zulässige Geschwindigkeit 30, festgestellte Geschwindigkeit nach Toleranzabzug 40. Ja, also ich bin Toleranzabzug sind ja 3 und ich bin 48 gefahren. Ich weiß das. Okay, also auf jeden Fall 15 Euro bin ich echt noch davon gekommen. Das war am 28.11., wo sie mich damals geblitzt hatte. Oh, Leute, Gott sei Dank. Ich wollte euch das Bild zeigen, wie ein Depp. Ich sag's euch. Kinders, ich weiß jetzt nichts mehr zu erzählen. Ich glaube, das war's dann auch. Das reicht dann auch, denke ich mal. Es ist jetzt aber der Langwache. Es tut mir leid. Aber ich wollte euch die Stoches jetzt noch erzählen, dass ihr ein bisschen was zum Lachen habt. In diesem Sinne, übrigens meine 20 deine Blusane, die ihr im Foto gesehen habt, beziehungsweise das mache ich als Thumbnail, habe ich verstaut. Ich habe es in meinen Kühlschrank bekommen. Ich habe hier noch ein älteres. Das ist aber erst am 5.1. abgelaufen. Und das pfeife ich mir jetzt noch rein. Kinders, ich wünsche euch. Lecker, lecker. So, erst wieder die Sahneverdrille hier, weil ich schön weich werden muss. Ich kann das nicht leiden, wenn sie mit der Schnuffel am Teller hängen. Oder mit der Schnuffel am besten noch im Teller. In dem Fall im Joghurt drin. Schön weich gemacht. Affengeil. Kinders, in diesem Sinne schlabber ich jetzt meinen Joghurt in aller Ruhe und wünsche euch noch einen schönen Samstag. Ich bin heute Abend eingeladen zum Spaghetti Bolognese. Pasta Schutta heißt es bei uns auch. Ist mein Leibgericht. Mein Lieblingsessen. Mein Vater kocht. Meine Schwester kommt. Und ihr Freund, denke ich auch. Dann wären wir uns Spaghetti Bolognese hinter die Kieme schmeißen. Aber erst um 5 Uhr. Das heißt, ich muss jetzt erstmal frühstücken. So, Kinder, jetzt dürft ihr abschalten. Tschüss.